Und jetzt nehmen wir Sie wieder mit auf eine spannende Expedition Deutschland. Diese Zuschauerin hier hat diesmal Schicksal gespielt. Ich heiße Luise Conradi und schicke den Reporter heute auf Expedition Deutschland nach Hessen. Und zwar genau nach Limburg an der Lahn. Also das sind jetzt wirklich mal richtig einsame Koordinaten und momentan auch noch richtig ungemütliche Koordinaten. Es ist kalt und zwar so kalt, dass mir die Augen tränen. Immerhin bin ich gut behütet. Jesus am Kreuz, direkt auf unseren Koordinaten. Aber der wird nicht mit mir reden. Und das heißt, ich mache mich jetzt mal schnell auf zu dem einzigen Anhaltspunkt, den ich habe. Da hinten sehe ich ein paar Dächer und ich hoffe, da gibt es warme Räume und vielleicht auch eine gute Geschichte. Der frostige Fleck im Nirgendwo gehört übrigens zum Limburger Stadtteil Ahlbach. Hallo, guten Tag. Schönen guten Morgen, Benergy, wir sind von der Drehscheibe. Ja, hallo. Eine erste Zufallsbegegnung. Doch diese beiden sind hier selbst nur zu Besuch bzw. zum Arbeiten da. Allerdings hat er hier einen Tipp für uns. In Hadamar über die Richtung Elz. Das schauen wir uns. Und dann uns mal über den Bahnübergang. Ja, und dann ungefähr so 500 Meter auf der linken Seite ist die Glasfachschule. Das wollen wir uns genauer anschauen. Eine kurze Autofahrt später sind wir da. Wir sind von der Drehscheibe und wir sind mit Kamera da. Wenn Sie sich mal umdrehen und darüber schauen, da ist unsere Kamera. Wir sind auf der Suche nach interessanten Orten und Menschen und wir sind hierher geschickt worden, weil wir gehört haben, hier ist Glasfachschule. Na bitte, kommen Sie rein. Ja, dürfen wir mal gucken. Komm, klar, gerne. Ein Glücksgriff. Die Glasfachschule in Hadamar lässt uns ohne weiteres rein. ZDF. Ja, fein. Wir sind ja hier in der Abteilung Glasgestaltung und beschäftigen uns heute mit Glasmalerei. Und heute ist es eben auch ein historischer Ansatz. Also das, was Sie hier so auf den Tischen sehen, das kommt in gotischen, neogotischen Kirchenfenstern vor. Und Denkmalpflege spielt bei uns eine Rolle, Rekonstruktion von Kirchenfenstern. Ja. Interessanterweise eine Sache, die viele Leute, wenn die ein bisschen reifer sind, so als Hobby für sich erkennen und kommen dann mit irgendwelchen Kunstharzfarben und malen nach Zahlen und so. Und das hat aber hier eine andere kunsthistorische und kunsthandwerkliche Fundierung, weil das jetzt keine Farben sind, die man irgendwie aus der Tube holt oder aus, keine Ahnung, Farbkasten anmacht, sondern da muss man so von Chemie und Physik auch ein bisschen Ahnung haben und das Ganze auch so ein bisschen mischen, wie so der Alchemist oder Miraculix hier so. Ne? Also wir müssen keine Mistelzweigen Zweige schneiden, aber wir müssen das schon schön beobachten und unsere Farbe aus eigenen Pigmenten selbst anstellen. Also das heißt, wer in Chemie schlecht war, hat schlechte Karten oder kommt hier gar nicht rein? Das heißt, oder? Dass Leute, die in Chemie, Mathe, Physik und Naturwissenschaften ein bisschen weniger motiviert waren und denken, ich mach mal Kunst, ne? Dass die dann nach einem Semester oder zwei Semestern aufwachen und denken, oh, hier muss ich ja auch Mathe lernen oder eine Brennkurve berechnen oder über Glaskompatibilität mit den Farben mal nachdenken. Aber die sind hier relativ fit. Ich höre auch im Moment noch keinen Widerspruch. Andreas Otto, 53 Jahre alt und seit er denken kann, mit Glas beschäftigt. Schon seine Vorfahren machten aus einfachen Scheiben echte Kunstwerke. Glasmalerei in der 8. Generation. Wissen, das Andreas Otto in der Glasfachschule an den Nachwuchs weitergibt. Der lernt unter seiner Anleitung zum Beispiel, wie man Kirchenfenster restauriert. Originalgetreu nach Vorlagen aus mehreren Jahrhunderten. Ich kenne Glasmalerei oder Buntfenster ja nur aus der Kirche. Macht das denn heutzutage noch jemand? Braucht noch jemand bunte Fenster? Gute Frage. Braucht noch jemand bunte Kleidung? Wir könnten ja auch alle irgendwie einen grauen Kittel und alle Mann Blue Jeans anziehen. Oder es ist halt eine Sache, die auch Geschmacksbildung unterliegt, die ein fließender Prozess ist wie die Börsenkurse. Und es ist eigentlich nie out. Haben Sie bunte Fenster zu Hause? Nein. Das hat aber jetzt einen ganz anderen Hintergrund. Wenn du den ganzen Tag von Farben umgeben bist, dann brauchst du irgendwie so was Neutrales, sonst kriegst du Nachbilder auf der Hornhaut. Also, zu Hause ist alles weiß bei Ihnen? Langweilig wie ein Schuhkarton, wirklich. Sagt jeder, der mich besucht. Und dann malt Andreas Otto, dieser Baum von einem Mann, feinste Linien auf Glas. Das filigrane Muster, für seine Schüler eine Herausforderung, für ihn eine Fingerübung.
Seine liebste Beschäftigung, Miniaturen malen. Diese hier stammt noch von seinem Vater. Zerbrochen wurde sie gleich nach der Herstellung von einem Schüler an dessen erstem Schultag. Und der Jäger, der hier hinten mit der wehenden Trompete hinterherjagt, der hat unter dem Körper von dem Pferd und der Bodenszenerie die gleiche Jagdszene nochmal. Wie viele Zentimeter sind das? 1,5, 2 Zentimeter? Und man kann es alles erkennen. Man kann sogar die Feder auf dem Hut hier hinten noch erkennen. Das ist genau. So, aber man kann ein handwerkliches Meisterstück. Sehr klassisch. Für unsere Augen fast schon altmodisch. Und völlig anders als das, was Schüler und Lehrer heute machen. Was ist das denn hier? So ein Pokémon? Oder wie nennt man diese Charakter? Ein Glaskünstler, der mit der Zeit geht. Andreas Otto kann sich für alles begeistern, was mit seinem Metier zu tun hat. Auch für den Lehrerjob, der so gar nicht nach Kunst klingt. Wir haben ja hier dann auch unseren Stundenplan, unsere Lehrpläne, unsere Prüfungspläne. Und das funktioniert wie in allen Behörden und Schulen ganz genauso. Von der ersten bis zur 10. Stunde, von 8:30 bis 5:20. Das ist zwar jetzt nicht für jeden Lehrer jeden Tag so, aber es soll ja auch der berufliche Alltag hier bei uns abgebildet werden. Und das ist dann für die Schülerinnen und Schüler genauso strapaziös und schön wie für die Pauker. Die Glaskunst vor dem Aussterben bewahren, das ist Andreas Ottos wichtigstes Anliegen. Auch wenn er selbst zu Hause keine bunten Fenster hat, eine Welt ohne wird es dank ihm und seiner Schüler so schnell nicht geben.